Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Stalker. Ich sterbe gerade an der Strahlenvergiftung, wie ich feststelle, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Naja. Und ich bin immer noch ein bisschen betrunken. Könnte daran liegen, dass ich direkt weiter aufgenommen habe. Naja. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, ich kann ein wenig unterhalten mit diesem Stückchen Software. Du bist ein normaler Hund, oder? Ja. Und wir sind auf dem Weg Richtung Müllhalde, weil da geht was und da geht noch mehr. Seht, da, hört was. Und wir sehen das uns mal. Oh Gott, ich muss gleich. Ich muss auch langsam ins Bett. Trau dich, du Scheißviech. 700 Schuss, mein Freund. Krass, wieso habe ich eigentlich so viel Munition? Oh, Feinde. Oh, Feinde. Hinter den Baum. Speichern. Mal gucken, ob die Reichweite dafür ausreicht. Weiß ich nicht, habe ich ihn getroffen? Er hat sich zumindest bewegt. Oha! Oh, Alter, das Ding ist der Hammer. Na los, trau dich, komm raus da. Wo bist du? Weckbams, Alter. Nehme ich alles. Da mal gucken, ob die besser ist. Nein. Also entladen und fallen lassen. Ich muss zusehen, dass ich mein Inventar aufgeräumt kriege. Oh, der MP5. Fuck, und ich habe keinen Platz. Pistolen weg. Schmeiß die Pistolen weg, Junge. Aber nicht unbedingt die, die sind im sehr guten Zustand. Aber die kannst du fallen lassen. Die kannst du fallen lassen. Brauche ich zwei davon? Na, wegen dem Schalldämpfer vielleicht, ne? Ich brauche keine drei Stück davon, sind wir mal ehrlich. Wenn ich jetzt hier eine MP habe. Wieso sind hier Dudes? Hm. Wow, okay. Hä, der wird doch gelb angezeigt. Nee, einer wird gelb angezeigt. Oh, scheiße. Ich habe nicht gespeichert. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ja, geil, die droppen da richtig hin. Ich spreche das bestimmt die ganze Zeit falsch aus, aber ich habe auch keine Ahnung, was es bedeutet. Ich bin wie so ein Papagei, der einfach nachplappert. Einer ist hier noch. Da ist er doch mit seiner Taschenlampe. Ganz geil, dass die Gegner auch Taschenlampe. Nee, ist keine Taschenlampe. Oh, Dude, dir geht's nicht gut, ne? Du bist aber friendly unterwegs, okay? Was ist mit dem Genossen? Wie bitte? Ich finde das ganz geil. Das ist für die Atmosphäre auf jeden Fall positiv. Gib mir mal jemand das Medikit. Nimm das Medikit. Hast du was zum Handeln? Gib mir mal dein Medikit zurück. Was willst du denn haben? 300. Ah, Junge, weiß ich nicht. Aber ich kann dir keine Waffen verkaufen. Scheiße. Ich kann dir den Quatsch verkaufen, aber vielleicht brauche ich das später nochmal. Was willst du für den Wodka haben? 200 Rubel, Alter. Hier, pass auf, du kriegst davon einen, dafür kriege ich dann den Wodka, okay?
Okay, hau rein. Idiot. Was willst du mit dem Wildschweinfuß, ey? Oh. Achso, jetzt kann ich mein Licht auch wieder machen. Ich wollte gerade sagen, hast du gerade ab. Versuchst du auf mich zu schießen, aber hast keine Munition? Goya? Hybrid? Goya Hybrid, was ist das? Er will doch, er hat doch. Er hat auch noch einen MP. Oh, Scheiße. Scheiße. Ist die mehr wert? Ein bisschen. Warte mal, was ist denn schwerer? Vielleicht sollten wir danach gehen. Gewicht 3 Kilo. 2,8. 6. Aber die, das ist die beste von denen. Oh. Achso, ich habe sie jetzt gar nicht aufgenommen. Egal. Egal, lass sie liegen, Junge. Lass sie liegen. Ich meine, das wäre zwar gescheatet, aber ich würde, wenn es eine Mod dafür gäbe, tatsächlich die maximale Traglast irgendwie ausstellen wollen. Oder reduzieren, oder weiß ich nicht. Weil das ist furchtbar. Ich hasse das so sehr. Rennst hier durch die Welt, überall irgendwelche geilen Sachen zum Sammeln und dann hast du nie Platz. Das ist natürlich auch eine gewisse Art von Survival dann mit drin, aber ich weiß nicht, irgendwie. Na gut, dann gehen wir mal durch den. Ich schon wieder keine Ausdauer. Alter Vater, ey. Dann gehen wir mal durch den Posten. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht abbricht. Wenn doch, keine Panik. Also sage ich mir jetzt selbst. Ja gut, da werden halt doch neue, eine neue Aufnahme gestartet, aber ist nicht so schlimm. Okay, gut. Also, wir sind jetzt im nächsten Gebiet, im nächsten Level sozusagen. Das Ganze, obwohl das so eine große Karte ist, ist immer so ein bisschen eingeteilt. Ihr seht das, da wo wir gerade durchgegangen sind hier, das ist quasi dann der nächste Levelabschnitt. Wir sehen, da gibt es noch ein paar mehr von. Und wir sind immer noch nicht in der Zone, das dunkle Tal, da erinnere ich mich dran. Da wollen wir auf jeden Fall irgendwann mal hin. Oh, das Forschungsinstitut. Oh, da wollen wir definitiv hin. Ja, da müssen wir sogar hin. Okay. Aber erstmal kümmere ich mich halt um die Sachen, die in der Nähe sind. Das ist die Müllhalde. Okay. Lagerraum der Banditen. Ach so, das ist alles die Müllhalde. Okay, alles klar. Dann. Lass uns mal strategisch vorgehen. Potz tot. Lass mal speichern. Was? Ich hab weder Geld noch Artefakte. Gib her oder wir pusten dir den Schädel weg. Hilfe! Es sind die Banditen! Die haben den umgelegt, ne? Die haben den direkt noch umgelegt. Er hat zwar nach Hilfe geschrien, aber die haben ihn direkt umgelegt. Scheiße. Dein Geld und deine Artefakte. Schnell, du Arschloch. Ich habe nichts. Nicht schießen. Gib her oder wir pusten dir den Schädel weg. Ich habe weder Geld noch Artefakte. Kapierst du? Lebt er? Nee, aber es kann aber klappen. Okay, das versuchen wir nochmal. Hey Leute, ich hab nichts. Dein Geld und deine Artefakte. Und zwar schnell, du Arschloch. Hilfe, es sind die Banditen. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja, er lebt noch. Er Danke, lebt noch. Mein Freund. Kein Ding, Digga. Ich schulde dir was. Jo. Bring mal mein Material weg. Danke, Kumpel. Du hast mir wirklich geholfen. Ich werde, das werde ich nie vergessen. Leute, hier spricht der Kommandant der neutralen Truppe.
Wir haben die Banditen von dem Schrottplatz mit den alten Maschinen vertrieben. Ein Gegenangriff ist wahrscheinlich. Wir könnten noch ein paar Männer gebrauchen. Jede Hilfe wird dankend angenommen. Wie? Das ist jetzt von ihm? Was geht hier vor sich? Wir versuchen, die Müllhalde von Banditen zu säubern. Meine Freunde legen gerade in der Nähe einen Hinterhalt für einen Banditentrupp. Wenn wir die nicht aufhalten, übernehmen sie die Kontrolle über die Müllhalde und keiner wird mehr in der Lage sein, tiefer in die Zone zu gehen. Sprich, mit unserem Kommandanten. Er und seine Männer sind ganz in der Nähe, beim Maschinenschrottplatz. Ich muss selbst auch dorthin. Wir können zusammen gehen, wenn du willst. Dann lass uns gehen. Irgendwas Interessantes? Ja, so ungefähr sieht es aus. Einige ernähren sich Müll, bla bla bla, kein bla. Bis dann. Ja, wir können da gleich hin. Ich loote nur noch schnell. Oh, nein, nein, nein. Alter, wie viele Pistolen habe ich? Ich benutze die alle nicht. Die sollen eigentlich nur verkauft werden. Um mehr geht's gar nicht. Mehr will ich damit gar nicht machen. Also, was hast du? Nimm die MP. Ah, okay. Speichern. Ist er jetzt schon losgegangen? Scheint so. Okay. Also, Müllhalde aufräumen. Beziehungsweise verteidigen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Hade. Alter, alles voll mit Anomalien. Guckt euch das an. Und alles voll mit toten Banditen. Oh, shit. Oh Mann, ich kann nicht mehr bewegen. Fuck, ich muss unbedingt zurück zum Händler, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Die habe ich gerade geholfen? Anscheinend. Hier, Digga, du brauchst Hilfe oder was? Ich bin dein Mann. Bess heißt der Typ. Hey, Stalker, du kommst gerade rechtzeitig. Wir können deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Diese Banditenbastarde versuchen, die Kontrolle über die Müllhalde an sich zu reißen. Wir hatten vor einer halben Stunde eine Schießerei und konnten dabei drei von den Hunden erledigen. Die anderen haben sich zurückgezogen, aber ich bin mir sicher, dass sie jeden Moment mit Verstärkung zurückkommen. Wir sind nicht mehr viele und ein zusätzlicher Mann könnte nicht schaden. Erzähl weiter. Wir haben hier einen Hinterhalt für sie gelegt. Sie werden von Westen kommen. Vom Agroprom-Forschungsinstitut. Hilf uns, ihre Verstärkung zu erledigen. Du wirst es nicht bereuen. Das geht mir nichts an. Ich möchte nichts damit zu tun haben. In Ordnung, ich helfe euch. Ist doch klar. Auf den Hitlerruf reagieren. Manchmal wundere ich mich, was mein Hirn so ausspuckt. Sehr schön. Kannst du mir was Interessantes? Ja, nicht wirklich. Das, okay. Handeln. Die kann ich auch keine Waffen verkaufen. Wie viel wiegt so ein Ding nochmal? 500, ne? Da kommen sie! Hast du genug dafür? Komm, einen gebe ich dir. Oh, shit! Gute Arbeit, Leute. Positionen einnehmen. Also ich dachte schon, ich hätte jetzt gewonnen, ohne irgendwas gemacht zu haben. Hey, Verband, nehmen wir. Speichern. Okay, ich erinnere mich, dass das nicht so einfach war. Das war nicht so einfach. Oh, hier kann ich was abkriegen. Nee, mach ich aber nicht. Mach ich aber nicht. Bin ich dumm. Weitermachen, Jungs. Servieren wir den. Da sind sie. Ein paar Arschtritte. Alle Mann Stellung beziehen. Lasst sie ganz nah rankommen, dann sind sie leichtere Ziele. Okay. Ist das hier meine Stellung? Keine Ahnung, Alter. Da sind auch noch welche. Alter, wie viele das sind? Geh in Deckung, Junge! Ich rotze hier die Munition aus, als hätte ich unendlich viel. Wow! Hab ich ihn erwischt? Das war keine Absicht, Entschuldigung. Kack, Julia! War das schon.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen dicht. Okay, okay, voll übertrieben, voll übertrieben. Overkill. Oh, ist das laut. Der ist aber down, oder? Das kann der nicht überlebt haben. Ayo, sagt er. Oh, nice, one hit. Jetzt mal. Oh, shit, ich bin zu spät. Ich kann mich nicht bewegen. Komm mal her, ich muss ein bisschen Munition loswerden. Scheiße, ganz jetzt, warum? Wo, was habe ich denn? Oh! Oh, ich freue mich schon auf den Sniper. Ich brauche unbedingt einen Sniper. Wie heißt das noch was? Smirnov? Ne, wie heißt denn das? Dragunov. Gerade noch überladen, endlich wieder frei. Nehmen wir direkt das nächste. Ah. Fuck, Alter, der hat eine Schrot. Oh, mach doch das Inventar zu, Junge. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Oh. Wir sind beide nicht die besten Schützen, oder? Okay, du hast verloren. Mit Bass reden. Hä, aber die ballern doch noch. Eh, first try, nicht schlecht. Shit, ich muss. Wie viel wiegt denn das, Alter? Ist das das Gesamtgewicht oder pro Kugel? Wahrscheinlich pro Kugel. Boah. Was ballert ihr denn da noch rum, Jungs? Ist doch gut, oder nicht? Oh, Mist. Und schon wieder drüber. Oh, fuck, Alter. Das bringt nicht mehr. Gute Arbeit, Jungs. Wir haben sie ausgelöscht. Ruht euch etwas aus. Und du, Stalker, komm mit mir. Wir sollten uns unterhalten. Ach, ihr hattet noch einen, oder was? Deswegen habt ihr geschossen. Okay, gut. Das ergibt ja sogar Sinn. Ich will auch so eine Rüstung. Und ich will einen Knopf für Take All auf R einfach. Warum geht das nicht? Oh, Mann! Ich hab doch nichts, was ich loswerden könnte hier, ohne schlechtes Gewissen. 1,5 Kilo wiegt das Ding. Die sind beide gleich, wieso sind die beide gleich? Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: «Насчет радиации я тебе чего скажу?» Wie hast du mich gerade genannt? Sam, как думаешь? Да, фигня однозначно. Sam, как думаешь? Was heißt das? Danke, Kumpel. Du hast es wirklich, uns wirklich gut geholfen. Möchtest du als Zeichen unserer Dankbarkeit ein bisschen Bargeld haben? Schön, dass ich auch nur die Auswahl klar habe. Klar. Hier, damit solltest du medizinische Behandlung bezahlen können, damit du wieder fit wirst. 2000 Geld, die über die Schnur verhandelt werden. Handeln? Kann ich hier was andrehen? Ja. Achso, mehr Geld hast du ja nicht. Okay, danke. Okay, bye bye. Arujo Brau.
Alter, das wiegt. Das ist eine Wurst, die in einem halben Kilo wiegt. Was ist denn das für eine Wurst? Wurst. Obwohl. Ne, gehen wir mal nach hier links rein. Ne, warte mal, das waren keine Quests, das war einfach nur Sachen zum Aufsammeln, ne? Dann ignoriere ich das erstmal. Und mache mich jetzt hier hin auf. Zwei dreckige Halunken sitzen da. Alles klar, wir wollen also zwei dreckige Halunken killen. Machen wir. Sind das schon die dreckigen Halunken? Nee. Schießt ihr auf mich? Ja. Ihr Spitze. Aber nicht nur Feinde, wenn ich auf die Karte gucke. Da ist noch ein Orange dazwischen. Du warst nicht der Orange. Du bist der Orange. Du bist verletzt. Ich hab dich gerecht, Alter. Reicht das? Oh, fuck. Ich kann... Drüber. Shit. Jetzt werde ich erstmal Medikit los. Hey, кто-нибудь? Puh, das ist 5000 Rubel, Alter. Willst du eins haben? Was wiegt eigentlich so ein Medikit? 0,3, das ist ja gar nichts. Ich bin da viel zu weit drüber. Oh Mann! Was soll ich denn? Ich kann doch hier von nichts wegschmeißen. Ich kann doch hier von nichts wegschmeißen. Obwohl, ich kann die eigentlich langsam wegschmeißen, oder? Oder? Eigentlich würde ich sie dann lieber verkaufen. Komm, warte mal. Mann. Ja, okay, davon habe ich jetzt mittlerweile 1000 Schuss. Reicht auch erstmal, oder? Irgendwann ist auch mal gut. Oh Gott, ich habe gerade 19 Schuss liegen gelassen. Uah. Der Brennanzug. Hä, hier ist ein Versteck. Hier. Oh nee, die wiegen wieder so viel. Halbes Kilo. Was ist denn das? Steinblut und Graphit. Graphit habe ich, glaube ich, nicht. Da liegt eine Leiche vor mir. Erstmal die Granaten rausholen. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Hier, da liegt er. Oh, scheiße, wieder ein halbes Kilo davon entfernt, nicht mehr sich bewegen zu können. Ja, das ist schon gut. So, Inventar, was? Oh shit. Was? Ich war doch nur ganz kurz. Habe ich Wodka? Habe ich. Oh fuck. Ich war doch nur ganz kurz. Wie komme ich denn dann da jetzt hin? Oh Gott, ich sehe nichts. Ich bin nur... Oh Mann. Ich brauche halt eine derbere Rüstung, ne? Oh, Hunde. Oha, gar nicht mal wenig Hunde. Alter, sind das viele Hunde. Da hinten steht einer. Ist das ein Feind? Sieht so aus.
Digga, du lockst die Hunde an. Tatsächlich. Er lockt tatsächlich die Hunde an. Ja, viel Spaß. Aber ihr seid zu zweit. Da stand ihr seid zwei. Ja, es sind zwei. Okay. Suke! Suka! Du alte Suka, ey! Jawohl! Was ist das? Ich will doch immer noch wissen, was das ist, bevor ich es einsammle. War das Graphit? Wahrscheinlich. Graphit. Oh Leute, ihr habt schon wieder so viel geilen Scheiß mit dabei. Mitnehmen. Nicht mitnehmen. Hä, wo ist denn hier das Versteck, wenn da das... Ja, hier soll ein Versteck sein, oder was? Das sind die. Achso, danke. Aber ich will dieses Triforce doch da finden. Hier ist nichts. Doch, hier. Na gut, das steht nur in die Reihe, glaube ich nicht. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Das war bestimmt richtig effektiv. Drei Brote weggefressen. Mann, ey. Oh, die Vöglein zwitschern. Das ist ja schon Hauptquestmaterial, ne? Ich bin gerade ernsthaft im Überlegen, ob ich zurückrennen soll zum Händler und ein bisschen was verkaufen soll. Wobei ich jetzt gerade auch nicht mal weiß, was ich verkaufen soll. Wobei, was ist schwerer? Die Schrot. Ja, was war das Z, ne? What? Wieso habe ich denn da genauso viel Munition von? Na gut, egal. Nehmen wir die erstmal. Mal ausprobieren. Speichern. Wie komme ich denn jetzt da hin? Im Grunde geradeaus. Am besten auf den Weg gehen. Alter, ich verliere Ausdauer, wenn ich nur gehe. Das ist echt nicht cool, Leute. Macht da mal was gegen. Ich meine, überpackt sein, okay, ist die eine Sache. Aber wenn man dann Ausdauer verliert, dass man irgendwann sich nicht mehr bewegen kann, das ist nicht cool. An jeden, der mich hören kann. Wir werden von Banditen angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Brüder, helft uns. Wir stecken knietief in der Scheiße. Die Banditen sind durchgedreht. Ist jemand in der Nähe, verdammt? Wir sind praktisch tot. Ich kann mich nicht bewegen. Ist das eine Scheiße? Ist das dein Ernst? Renn doch! Oh. Alter! Aber gut, gut zu wissen, dass das funktioniert. Energy Drink und man hat wieder Ausdauer.
Die Folge ist durch. Das heißt, wir werden uns in dieses Kriegsgebiet in der nächsten Folge begeben. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Nehme ich noch eine auf? Ja. Und ciao.